Yes, Alter! Damit besiegen wir es. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal Storytime mit Bilo. Endlich zurück. Ich freue mich sehr darüber. Ihr habt es euch gewünscht. Jetzt ist es endlich soweit. Ich bin hier mit Justin Jinma in Bremen. Bruder, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich bin gespannt, was du für eine Story auf Lager hast. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erzählen den Leuten, was bei dir so abging. Easy. Okay. Erzähl mal, Bro. Du hast bei Altona angefangen mit Fußballspielen. Erzähl den Leuten, wer hat dich dazu gebracht? Wie lief deine Anfangszeit? Ist ja kein NLZ, ist ja nicht üblich. Also ist ja nicht Dorfverein. Doch, ist schon ein größerer Verein in Hamburg? Ist schon Dorfverein, Bro. Okay. Zu der Zeit war schon Dorfverein. Okay. Bruder, ich kann dir so viel sagen, beziehungsweise den Leuten so viel sagen, dass man hat angefangen, wie, glaube ich, jeder mit 4, 5. Ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt 4 oder 5 war. Mit ein paar Jungs, ein paar Freunden damals, Kinderfreunde. Bei Altona 93, ist halt der Verein, der am nächsten von meinem Zuhause war. So. Mhm. Ich glaube, ich bin 2 Minuten zum Training gefahren. Hab da ein paar Jahre gespielt und hatte einfach Spaß. So, die ersten Jahre ist halt ich glaube, für alle von uns, die Fußball spielen, ist einfach Spaß das Wichtigste. Ja, tatsächlich ging bei mir der Spaß sehr lange. Also ich hatte sehr, sehr lange Spaß am Fußball. Mhm. Auch immer noch, aber sehr lange auch nicht leistungsbezogenen Fußball gespielt. Ja, bei Altona angefangen mit 5, 6 und dann bis ich 10 war. Bis du 10 warst, okay. Ja. Weil du gerade sagst, du hast sehr lange Spaß gehabt. Da hört man schon so raus, dass es wirklich erst später bei dir losging, dass es professioneller wurde. Dazu kommen wir noch. Du hast bis du 10 Jahre alt warst, bei Altona gezockt. Ja. Wie ging es dann weiter? Da musst du dir das vorstellen, dass in Hamburg gibt es so HSV, St. Pauli, zu dem Zeitpunkt noch so Norderstedt, Niendorf und ETV. Die Hamburger werden das verstehen. Mhm. So, das sind so die Vereine in Hamburg. Mittlerweile spielen auch fast alle 5 Vereine in der Jugendbundesliga regelmäßig. So, das sind so die Vereine in Hamburg, wo halt gute Jugendspieler sind. Und dann bin ich zu ETV, was zu dem Zeitpunkt noch so schon einer der von den 5 gerade genannten schon mit der schlechteste war. Was ist nochmal ETV? Eimsbütteler Turnverein. Bruder, das kannst du gar nicht kennen. Diese kannst du gar nicht kennen. Ich bin ehrlich, nein. Bruder, das kennt keiner. Also, okay. Da habe ich dann gespielt und bin dahin gewechselt, weil da ein paar Freunde von mir waren. Das war nicht mal mit, der wollte mich oder Trainer kam. Freunde haben da gespielt. Ich habe gesagt, kann ich mal mittrainieren? Bin hingegangen und dann habe ich da gespielt. Vom Alter 10 bis zum Alter 18. So, weißt du? Auch einfach nur gezockt, einfach ohne irgendwie dir Gedanken zu machen. Oder du musst einfach halt nur mit Freunden Spaß. Du musst es halt so sehen, dass ich halt mit ETV haben wir haben nie Bundesliga gespielt, nie Jugend-Bundesliga. Wir haben Jugend-Oberliga, Regionalliga. Wo das war, also Regionalliga war schon das höchste aller meiner Ligen in der Jugend. Ja. Ich habe halt die ganze Jugend nur als Spaß gesehen. Also ich hatte nicht einmal den Gedanken, okay, ich will jetzt unbedingt dein Geld mit Fußball verdienen, Profi werden etc. War das für mich, aber nicht, weil ich es nicht wollte. Versteh mich nicht falsch, ich wollte immer Fußballer sein, aber ich habe es einfach für unrealistisch gehalten. Mhm. Ich dachte einfach, guck mal, ich sehe die ganzen Jungs beim HSV, bei St. Pauli in meiner Stadt. Und selbst von denen schafft es vielleicht nur einer. Wieso sollte ich es dann von ETV, der 4 Tore in der Saison macht, zum Profi schaffen? Das ist halt vielleicht das falsche Mindset, aber vielleicht war das auch in dem Fall richtig, dass ich die ganze Sache, ich habe das halt sehr locker gesehen, die ganze Jugend, habe einfach Fußball gespielt. Ich war dann auch beim Stützpunkt. Ich wusste dann auch, dass der HSV, dass St. Pauli mich beobachtet die ganzen Jahre. Ach, wirklich, dann. Ja? Ja, das war ja auch so, dass die mich dann beobachtet haben und ich hätte zum Probetraining dahin gehen können, zum Pauli und zum HSV. Das sind halt die Vereine in Hamburg, aber ich hatte einfach keine Lust. Krass. Es war für mich einfach zu unrealistisch, dass ich es schaffe wirklich. Mhm. Du sagst, du 18 warst bei ETV gezockt. Genau. Wann hast du, das wissen glaube ich viele nicht, viele wissen es auch nicht. Und deshalb finde ich die Story auch so interessant. Du hast doch YouTube gemacht, ne? Ja, Bro. Musst du uns erzählen. Wann hast du mit YouTube angefangen? Und wie kam es, Bruder, dass du überhaupt von YouTube, oder du warst YouTuber? Ja. Und jetzt bist du Spieler in der ersten Bundesliga. Ja, Bro, das ist, wenn du das gerade so sagst, das ist für mich selber krass. Wie gesagt, ich habe diese Fußball und so nicht ernst genommen, das habe ich ja gerade schon auch erzählt. Und du weißt ja, mit 16, 17, 18 ist halt diese heiße Phase, wo sich entscheidet, wirst du jetzt übernommen in die U19, wirst du übernommen in die U17, kriegst du jetzt deinen ersten Profivertrag, wechselst du nochmal dahin ins NLZ oder machst du nochmal das? Und das war halt bei mir die Phase, wo ich halt in keinster Art und Weise NLZ oder so gespielt habe. Also ich habe halt beim Eimsbütteler Turnverein gespielt so und habe halt YouTube gemacht. Kamen zu diesem Zeitpunkt auch andere Mannschaften, dass sie dich haben wollten? Ja, Bro. Und hast du dann gesagt, nee, ich will nicht oder wie war das? Also du musst dir so vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt war das so, dass wir mit dem Eimsbütteler Turnverein in der U17, U19 Regionalliga gespielt haben. Also schon gut. Schon gut, aber halt nicht Bundesliga oder so. Mhm. War der Beste bei uns in der Mannschaft. Das ist auch jetzt nicht abgehoben, wenn ich das sage, aber es war so. Also natürlich kam mein Trainer immer wieder auf mich zu und hat gesagt, ey Justin, ich habe da was gehört vom Trainer. Mhm. Hör dir das doch mal an. Aber ich war so, wieso? Einfach nur zocken und YouTube. Ja,
wieso soll ich das machen? Ich war immer noch nicht so, dass der Punkt gekommen ist, wo du dir so Gedanken gemacht hast, so vielleicht, eventuell, jetzt kann es doch nochmal höher gehen. Irgendwann kam der Punkt. Irgendwann kam der Punkt, wo ich dann im ersten Jahr, also jüngerer Jahrgang U19 war und beim ETV gespielt habe, also beim Eimsbüttler Turnverein, gemerkt habe, okay, ich bin wirklich zu gut. Also wirklich, Bruder, also ich habe mit denen... Bruder, bitte hör mal auf, dich zu entschuldigen, das ist... Es hört sich so an, als Bruder, von mir gibt es fünf, keine Ahnung wie viele Memes, wo die sagen, wie der Kamari Top 5 Europa. Weil ich erzählt habe, dass ich Nazio war und so. Ich küsse dein Herz. Ich weiß, Bro, ja. Die haben mich auseinandergenommen, was soll ich dir erzählen? Mit dieser 3, gut, ja, mit dieser 1 gegen 3 gehen und ja, so. Ja, war aber so, was soll ich machen? Ich weiß, Bruder, und deswegen, ich sag dir jetzt auch, Tamam. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich jetzt safe Profi werde. Sondern einfach, du bist gerade besser als die anderen und es kann noch höher gehen. Aber ich bin besser als die beim Einspieler Turnverein und ich muss in der LZ. Mhm. So. Aber zu dem Zeitpunkt hast du noch YouTube gemacht? Zu dem Zeitpunkt habe ich noch YouTube gemacht, genau. Einfach nebenbei? Einfach nebenbei. Und wie war das, also wie konntest du es so miteinander vereinbaren? Obwohl, okay, ETV hast du ja gesagt, es war Regionalliga, aber das, ja, das ist diese das familiäre, ging. Das ist diese familiäre, da konnte ich YouTube machen, das. Mein Trainer, mit dem ich beim ETV, mit dem bin ich immer noch in Kontakt, das ist mit dem FaceTime ich und so, okay, weißt du, verstehe. So, ja, ja. Das ist jetzt nicht, war alles familiär, da habe ich Fußballvideos gemacht, Straßenumfragen, aber ich sag dir ehrlich, mittlerweile schäme ich mich auch dafür ein bisschen, also ich sag dir ehrlich, boah, also. Ja, sorry, dass ich YouTube mache. Nein, nein, so meine ich es. Ich meine, also damit kann ich persönlich mich gar nicht mehr identifizieren, was für Sachen ich gemacht habe. So. Was hast du für Content gemacht? Ich schwöre, ich weiß es nicht. Oder so Straßenumfragen, so Fußball-Challenges und so, aber... Aber so verarschend auch? Oder warum auch, sagst du... Bruder, weil ich einfach irgendwann mich gar nicht mehr in dieser Nische gesehen habe. Mhm. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, okay, das bin nicht ich. So. Krass, okay. Aber dazu kann ich ja gleich auch nochmal kommen. Ja, ich habe mit meinem Trainer gesprochen und gesagt, so, wie sieht's aus? Du hast mir ja die ganze Zeit gesagt, hier, der hat Interesse. Kannst du jetzt was für mich machen? Mhm. So, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Berater, ich hatte nichts. Du hattest noch gar keinen Berater? Nein, Bro, ich hatte ja gar keine Ahnung vom Fußball gefühlt. Ja. Wir reden nicht mehr von U14 oder U13, sondern ich wollte in eine U19-Mannschaft als älterer Jahrgang. Mhm. Da reicht nicht, wenn ich einfach sage, hey, kann ich mal vorbeikommen? Und ich wollte halt zu HSV oder Pauli, weil das sind die Vereine in Hamburg und ich wusste, ich kann da safe spielen. Da hat mein Trainer mir auch gesagt, hey, das ist so einfach ist das jetzt nicht. Du hattest oft die Chancen, hast immer abgesagt und jetzt, ich kann mal alles geben. Aber wenn nicht, dann ist noch eine andere Mannschaft da, und zwar Holstein Kiel, die dich sofort nehmen würden. Und ah, das war safe? Ja, die wollten mich dann safe haben. Okay. Aber du wolltest doch unbedingt so mäßig in Hamburg bleiben, ich wollte, in der Umgebung. Also du wolltest ja, jetzt nicht, nee. Wenn jetzt eine Mannschaft gekommen nee, wäre, wie... Nee, keine. Ich wollte einfach zu Hause, in meiner Umgebung. Umgebung, bleiben. Ja, nicht zu weit weg. Genau. Und dann kam das halt mit Kiel, ne? Dann war ich älterer Jahrgang U19 und habe mein erstes Jahr in einem NLZ gespielt. Und das nicht mal in der U-Bundesliga. Soll ich sagen, warum Kiel U19 mich dann genommen hat, Bro? Die waren nicht Bundesliga. Weil die abgestiegen sind. Ah, die sind okay. Abgestiegen. Ich war natürlich ein bisschen traurig, weil ich dachte, okay, ich kann jetzt vielleicht in der U19 Bundesliga-Mannschaft und so, aber sind dann abgestiegen. Ich wollte einfach mal wissen, wie es ist, in einem NLZ zu sein. Gar nicht jetzt. Ich hatte gar immer noch nicht dieser Gedanke, Profi werden einfach nur so. Ich wollte einfach noch mal checken. Ja. Ich wollte diesmal abchecken, Bruder. Ja, dann, Bruder, es fing bei Kiel schon wieder an wie in einem Märchen. Also in einem Horrormärchen. Ich gehe zu Kiel. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg gewohnt. Und Kiel und Hamburg ist so eine Stunde entfernt. Mhm. Das heißt, ich warte mal ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Meckert jetzt nicht, wenn ich unterbreche. Ich weiß, ihr mögt es nicht. Aber mal ganz kurz, wer hat dich überhaupt in der ganzen Zeit, oder hattest du jemanden, der dich gepusht hat, der dich vorangetrieben hat, der dir gesagt hat, ey Justin, mach mal Fußball, du hast da Potenzial. Also hattest du da jemanden oder war das alles von dir selber? Bruder, ich kann dir ganz ehrlich sagen, meine Eltern waren da nicht in dem Sinne so, dass sie mich unfassbar gepusht haben, aber gar nicht negativ gemeint, sondern mein Vater wollte halt unbedingt, dass ich Schule durchziehe. So. Und meine Mutter war so, mach einfach das, worauf du Spaß, Lust und worauf du Bock hast. Also ich hatte da jetzt nicht Druck in dem Sinne, aber als ich dann gesagt habe zu meinen Eltern, dass ich nach Kiel möchte, haben sie mich auch komplett dabei unterstützt, weil, Bro, so ehrlich kann ich auch sein, als ich dann in 19 von Kiel gewechselt bin, Bro, ich bin ins Minus gegangen, jeden Monat. So, finanziell. Mhm. Also ich hatte eine Wohnung, die 350 Euro gekostet hat und ich habe weniger verdient als 350 Euro. Kilo 19. Ich habe weniger verdient als 350 Euro. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich bin jeden Monat schon ins Minus gegangen. Meine Eltern haben mich da in der Hinsicht finanziell unterstützt. Allein das hat mir schon gereicht, so, weißt du, weil man hat nichts gehabt. Man hatte ein kleines Einzimmer, man hatte kein Geld, aber man wollte einfach ein Jahr NLZ testen. So Leute, bevor das Video aber weitergeht, habe ich eine App-Empfehlung für euch, und zwar für jeden Fußballliebhaber, für jeden Statistikfanatiker oder einfach nur jemand, der den Fußball gerne verfolgt, gibt es eine App, die nennt sich FootMob. Bei FootMob bekommt ihr alles rund um den Fußball mit. News aus aller Welt, wie zum Beispiel Lionel Messi ist wieder der Best Player geworden, streiten sich ein bisschen so die Gemüter drum. Oder Transfers aus aller Welt. Wenn jemand wechselt, wenn ein Transfer bevorsteht, bekommt ihr auch alles mit.
Wenn ihr einen Verein habt, den ihr supportet, wo ihr wissen wollt, wie ist der aktuelle Spielstand, wie ist die Tabellensituation, bekommt ihr auch alles mit. Wenn ihr einen Lieblingsspieler habt, wie bei mir zum Beispiel Cristiano Ronaldo, könnt ihr eingeben, bekommt ihr mit, wann er trifft, wie viele Tore er hat, wie sein Verein gerade in der Tabelle dasteht, bekommt ihr alles mit. Ihr bekommt Live-Ergebnisse aufs Handy. Das alles bekommt ihr in dieser App. Könnt ihr gerne kostenlos herunterladen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video. Und weil du es gerade so sagst, der Wechsel so in dem Sinne mit allem drum und dran muss ja für dich auch gerade von YouTube so einfach nur zocken und dann auf einmal NLZ muss ja ein Riesenunterschied gewesen sein. Ja, als ich zu Kiel dann gewechselt bin in die U19, habe ich auch noch YouTube gemacht. Ah, okay. Ich habe noch YouTube gemacht, aber dann auch irgendwann nachgelassen, nicht mehr so viel gemacht. Also war es so der erste Moment, wo du dann wirklich so, dich mal so, also ich will nicht sagen, dass du dich davor nicht fokussiert hast, aber dass du dann so ein bisschen so die Chance gesehen hast, okay, jetzt fokussiere ich mich mal, jetzt versuche ich mal. Soll ich sagen, was der Unterschied war? Ich bin dann zu Kiel in die U19 gegangen und habe gemerkt, okay, ich bin jetzt in der NLZ und ich bin hier auch der Beste. Krass. Das war für mich der Moment, wo ich gecheckt habe, ich kann diese YouTube nicht mehr lange machen. Mhm. Weil irgendwann wird mich das nicht aufhalten, sondern ich werde dadurch Probleme kriegen. Ja, ja. Weil ich habe dann gemerkt, okay, ich bin in Kino 19 der Beste. Und dann kam halt das, dass ich 2 Monate später auf einmal mit den Profis im Trainingslager war, als einziger Jugendspieler. Stopp. Nach 2 Monaten? Oder 3 Monate, weiß ich nicht. Du bist gewechselt, 3 Monate Spiele, Training etc.? Dann war ich, oder 4 Monate, lass es, aber beim nächsten Trainingslager... 5 Monate. 5 Monate, tamam. Sagen wir 5 Monate. Von 2 auf 5. Ja, okay, dann nochmal 3-4 Monate. Ja, keine Ahnung. Und dann haben die direkt... Da hat sofort alles gut geklappt, ich war sofort Stammspieler und so. Dann war Trainingslager in Valencia. Einziger U19-Spieler, der dabei war, war ich. Die sind sogar noch auf mich zugekommen und gesagt, hey, Justin, das ist für Kieler für Umstände nicht üblich, so. Mhm. Eigentlich nehmen wir nie U-Spieler mit, wenn dann U23-Spieler. Und das ist jetzt das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir einen U19-Spieler mitnehmen. Krass. 18 Jahre alt warst du da, ne? 18 Jahre war ich zu dem Zeitpunkt. Also fast 19, aber 18. Mhm. Nee, 18, frisch geworden, sorry. Und dann wurde ich ins Trainingslager genommen und war dann halt dabei, ne? Auf einmal, wo ich vor 4 Monaten YouTube gemacht habe und bei, keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe gerade so in meinem Kopf... Bruder, es ist zu viel passiert in einer zu kurzen Zeit. Viele werden das auch nicht verstehen, aber... Deswegen versuchen wir, diese jetzt zu erklären. Ich habe gerade in meinem Kopf so nie irgendwie den Gedanken gehabt, Profi zu werden. Du hast wie viele Jahre bei ETV gespielt? Sag mal, 10. Bis ich 18 war. Bis du 18 warst, nie irgendwie den Gedanken gehabt, Fußballer zu werden. Oder schon gehabt, aber nie ernst genommen. Kiel gewechselt, 3 Monate, Profis. Boah, das musst du mal bitte mal erklären. Ja. Also was hat es mit dir gemacht? Oder es war schon verrückt. Ich sag dir ehrlich, als ich dann den Anruf bekommen habe von meinem U19-Trainer so. Weil ich war bei uns in der U19 dann, als wir bei Kiel waren, auch so Top-Torschütze und so. Und dann der mich angerufen hat, so gesagt, so, du bist auf jeden Fall dabei im Trainingslager. Und dann habe ich mich natürlich gefreut und so, Bro. Mhm. Das kannst du ja nicht vorstellen. Also, weil, keine Ahnung, ich dachte mir so, werde ich jetzt Profi? Schaffe ich das jetzt wirklich? Oder ja. Ist das jetzt, passiert das jetzt? Werde ich jetzt gerade, kann ich jetzt Profi werden? Mhm. Genau. Wie lief das Trainingslager dann bei den Profis? Bruder, ich kann dir, es lief nicht gut. So ehrlich muss ich schon sein, weil es war schon was anderes. Mhm. Halbes Jahr vorher war ich noch beim Dorfverein bei mir in Hamburg und dann auf einmal in der 2. Liga mit den Kiel-Profis und ich habe den Unterschied gemerkt. So ehrlich muss ich sein, ich habe gemerkt, das ist mir noch zu schnell. Klar war ich, konnte ich 1-gegen-1-Duelle und so schon irgendwie immer lösen, aber dann in so kleinen Spielformen, Ballbesitz, Ballhaltespielform oder so Kleinigkeiten habe ich gemerkt, okay. Noch so robust und sowas. Ja, alles, ne? Mir fehlt noch was. Irgendwas brauche ich noch. Mhm. Und diese habe ich in solchen Momenten gemerkt. Und ja, dann war das Trainingslager vorbei und ich wurde halt dann in die U23 geschickt. Also ich habe... Aber trotzdem ein Step höher. Genau, also ich habe dann U23 Vertrag bekommen auch. Also kein Profivertrag, also dann Vertrag für die Herren-Regionalliga. Mhm. Und war was dann hast halt, du da verdient? Weißt du es noch? Boah, Bruder, unter 1.000 auf jeden Fall. Kiel, U23, unter 1.000 auf jeden Fall, ja, ja. Okay, crazy. Ich kann dir nicht mehr sagen genau wie viel, aber unter 1.000 auf jeden Fall. Also ich konnte damit dann meine Miete zahlen, so irgendwie mit Ach und Krach. Und irgendwie mit Ach und Krach leben, mit bisschen Nudeln, Pesto und... Ich kenne diese zu gut einfach aus meiner Zeit. Ja. Ich kenne das zu gut, Bro. Ja, okay. Aber wie gesagt, dann begann halt, dann war ich dann in der U23 von Kiel. Hab auch seitdem nie wieder mit den Profis trainiert bei Kiel. Also anscheinend war ich so fatal im Trainingslager, dass ich gedacht habe, okay, diese reicht nicht. Dann begann halt die Corona-Zeit, ne? Dann. Ach, stimmt, du hattest ja auch. Ah, krass. Du warst ja auch. Viele Fußballer betroffen. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, dann begann halt die Corona-Zeit und dann von 1,5 Jahren, weiß nicht. 12, 13 Spiele gemacht, war dann am Ende von Corona auch schon 20 und bei aller Liebe. Wenn du mit 20 Jahren in der Regionalliga Nord bist und nicht mal spielst, weil wir haben nicht gespielt durch Corona, oder ich küsse dein Herz, dann musst du dich umorientieren. Da musst du ein bisschen, also nicht umorientieren, aber da musst du
einen Plan B haben. Da musst du auch, okay, mit deinen Eltern reden, mit Leuten reden und sagen, okay, kann ich vielleicht noch da was machen? Kann ich da was machen? Damit die Leute es verstehen. Von gar nichts in Anführungsstrichen, Profis, Trainingslager, wieder runter, was mache ich jetzt? Und dann war in meinem Kopf das, okay, es war mir die ganze Zeit schon klar, es ist zu schwer, Profi zu werden, ich gucke jetzt nach was anderem. Das waren meine Gedanken, viel mit meinen Eltern geredet, viel mit meiner Mutter vor allem geredet. Haben uns umgeguckt, ne, was für Ausbildung es gibt, was ich machen kann. Viele Bewerbungen losgeschickt. Ja, wir haben eh kein Fußball gespielt, ich war in Hamburg, hab Post ausgeteilt, diese lockere Bro. Mit Fahrrad, ich weiß noch ganz genau, hoch, runter gefahren für zweimal die Woche für 180 Euro im Monat. Weißt du, dass ich einfach ein bisschen Geld habe und... Aber warst du da noch bei Kiel oder war das da? Da war ich noch bei Kiel, aber da war halt die Corona-Phase und wir haben dann auch eine Zeit lang ja gar nicht trainiert und so. Mhm. Weißt du? Aber Geld habt ihr ganz normal bekommen? Wir mussten auch auf 15% verzichten, was bei unserem Gehalt schon, ja, das war schon enorm viel. Mhm. Deswegen habe ich das auch gemacht, dann habe ich mir noch ein bisschen Geld extra zu verdienen, halt meine Miete zahlen kann, Lebensmittel etc. Zu der Zeit kam dann aber glücklicherweise ein Berater auf mich zu. Erste Mal, ne? Ja. Das erste Mal. Ein Berater auf mich zu, der irgendwie in Kontakt stand mit einem alten Trainer von mir und der hat irgendwie vorhin von mir geschwärmt und dann kam der Berater auf mich zu und hat gesagt, so ey, ich finde dich super interessant, machst du ein paar Videosequenzen für mich, ein paar Clips, weil zu der Zeit war Corona noch und er brauchte Videos von mir, er brauchte Clips von mir, dass er irgendwas anfangen kann, dass er irgendwas machen kann. Mhm. Da gehen auch nochmal Grüße raus an ihn, an David, bester Mann, ist heute mein Berater und wird auch mein Berater bleiben. Ist seit Tag 1. Schön Kohle gemacht, oder? Seit Tag 1 dabei und ja, einfach. Gehört dazu. Ja. Ich ist einfach herzensguter Mensch. Ja, wie gesagt, dann hat er ein paar Clips von mir gehabt und habe ich ihm geschickt. Hat er die zu Werder geschickt, zu Werder Bremen. Bruder, ich dachte immer, diese mit Clips machen und dachte ich auch. Ich dachte immer, das geht gar nicht. Ja, ich kannte mich ja nicht aus. Ich dachte mir, vielleicht funktioniert sowas so. Und, ja, du hast einfach Clips deinem Berater gegeben, er hat die einfach zu Bremen geschickt. Ja, und hat dann natürlich auch mit denen gesprochen und so. Ne? Mhm. Das waren jetzt nicht nur die Clips, aber wir sind auf die zugekommen und die nicht auf uns. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Wie gesagt, dann haben denen die Clips so gefallen, dass sie mich sofort eingeladen haben zum Gespräch. Wie? Mich Training oder Gespräch? Gespräch nur, um mich persönlich kennenzulernen, weil die Clips haben gereicht, Bro. Man hat in den Clips gesehen, okay. Nee, stopp. Nicht Probetraining oder sowas? Oder was heißt Probetraining? Sondern mittrainieren? Nee, Bro, sowas gab's. Gespräch? Ja, Bro. Sofort Gespräch, okay, wie ist der Junge so drauf? Weil ich hatte bei Kiel zu viele gute Clips. Also da die haben sofort gesagt, okay, den nehmen wir, aber wir wollen einmal mit dem sprechen. Da habe ich kurz mit den Leitern gesprochen, von der U23 aber, Regionalliga. Die waren ja auch kurzzeit dritte Liga gewesen. Ja, ne? Genau, die haben nach dem Gespräch gesagt, alles gut, top. Und dann bin ich zu Bremen gewechselt. Okay. Genau, war ich bei Bremen in der U23 und habe... Regionalliga wieder, ne? Regionalliga Nord mit 21, war dann eigentlich auch ab dem zweiten Spieltag Stammspieler. Immer gespielt, war dann Topscorer in der Regionalliga, habe jedes Spiel getroffen, Doppelpack, solche Filme. Habe aber zu dem Zeitpunkt nicht einmal mit den Profis trainiert von Bremen. Gar nicht? Nee. Da war für mich klar im Winter, so nach einem halben Jahr Bremen jetzt. Jetzt willst du wirklich nächstes Jahr? Ja, jetzt will ich Profi werden. Da war für mich das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich Profi werden. Mhm. Jetzt merke ich, egal wo ich bin, ich war der Beste. Ob es bei Kiel U19 war, ob es bei Kiel U23 war, selbst bei Werder U23, ich war immer der mit den meisten Toren, der mit den meisten Vorlagen. Und ich dachte mir, okay, so jetzt möchte ich Profi werden. Sorry. Na ja, super. Und genau, dann habe ich halt mit meinem Berater geredet intensiv und wir hatten einige Optionen. Zweite Liga, Deutschland, wir hatten... Was redest du? Doch, Bro. Vom Bremen U23? Ja, zweite Liga Deutschland. Zweite Liga Deutschland, wir hatten erste Liga Belgien, wir hatten Eredivisie, wir hatten also top. Top Sachen hatten wir und dann kam aber eine Sache, wo ich gedacht habe, das könnte nochmal sehr interessant sein. Dann kam Dortmund, Borussia Dortmund U23, dritte Liga. Ja, dann habe ich das gemacht, dann bin ich zu Dortmund. Wie kam der Kontakt zustande? Auch wieder einfach über Berater? Oder? Genau, die sind dann auf meinen Berater zugekommen, habe ich meinen Profivertrag bei Werder Bremen unterschrieben, meinen ersten Profivertrag. Stopp, sorry. Bremen ganz normal gespielt, performt. Aber nie mittrainiert bei den Profis. Gar nicht mittrainiert. Im Kopf, jetzt will ich Profi werden. Ja. Angebote gehabt. Ja. Dann zu Dortmund, also dann Angebot von Dortmund bekommen. Und dann hat Bremen gesagt, Profivertrag. Ja. Weil du ein Angebot von Dortmund bekommen hast, mäßig. Oder ja, von anderen Vereinen. Weil die gemerkt haben, okay, wir wollen ihn nicht gehen lassen, mäßig. Was genau die wann gedacht haben, weiß ich nicht. Aber die haben natürlich gemerkt, dass ich dann Interessenten hatte. So. Mhm. Und aus deren Sicht war ich noch nicht bereit dafür, bei Bremen zu spielen. Okay. Aber ausleihen und dann vielleicht zurückmäßig. Aber dann Ausleihe und dann zurück. Und um ausgeliehen zu werden, muss ich dich halt meinen Vertrag verlängern. So und hab dann am Ende. Das war Profi. Das war ein Profivertrag dann. Das war mein erster Profivertrag, den ich unterschrieb. Quanta Costa? Quanta Costa. Bruder, Quanta Costa ein bisschen mehr als 10k, Bro. Super. So, also es war nichts, wo. Ja, nichts, 10k? Nein, Bruder. Na
Nein, so meine ich nicht so. Also, Mann, die wissen schon. Aber so viel so Bundesliga-Vertrag und so, ihr wisst selber. Ja, ja, klar. Es ist, es war gutes Geld für mich zu dem Zeitpunkt natürlich. Wie war es für dich so, wo du davor gesagt hast, eine Miete bezahlen, 1000 Euro oder Holstein Kiel 400, 500 Euro Bruder, und dann auf einmal Profivertrag? Bruder, es ist unbeschreiblich. Es ist unbeschreiblich, wenn du ja dann auf einmal fünfstellig verdienst im Monat und, keine Ahnung, auf einmal dir ein cooles Auto holen kannst, in einer schönen Wohnung leben kannst. Mhm. Du kannst deiner Mutter die Miete zahlen, du kannst deinem Vater die Miete zahlen und hast trotzdem noch Geld. Mhm. Du hast trotzdem noch Geld, Bruder. Stark. So, und du denkst dir, okay. War dann irgendwie so, dass du so mit dem ersten Geld, wie bist du damit umgegangen? Würdest du, wenn du so zurückblickst, würdest du es genauso machen? Hast du Fehler gemacht? Bruder, ich habe schon Fehler gemacht, ich sag dir ehrlich. Man hat halt von Monat zu Monat ein bisschen gelebt. Man hat sein Geld bekommen, hat viel ausgegeben, hat sich Klamotten geholt, hat viel vergeben an Freunde, an... Echt? Ja, Freunde, die halt was gebraucht haben. Und das mache ich so in der von heutzutage einfach nicht mehr. So, mhm. Weil ich habe halt gemerkt über die Zeit, dass kommt Geld, kommen Probleme. Und das ist halt kein Sprichwort, das ist halt so. Das habe ich halt erlebt, dass das erleichtert dir vieles, so, aber es gibt dir auch viele Probleme, dieses Geld. Und deswegen habe ich jetzt so meinen Rhythmus, so dass ich halt weiß, okay, ich lege genug zur Seite. Meine Eltern brauchen sich keine Sorgen um ihre Miete machen. Ja, ein bisschen Geld habe ich auch zum Spaß für mich. Bist du auch jemand, der so investiert und so? Also guckst du schon so Zukunftsimmobilien oder keine Ahnung was? Ja, ich bin am Gucken, definitiv. Dortmund, ausgeliehen, U23, aber zum Verständnis, Leute, dritte Liga. Dritte Liga. Soweit ich mich erinnern kann sogar, Dortmund sehr erfolgreiche Saison gehabt. Mit dir. Ja. Erzähl es uns. Wie gesagt, dann im Winter zu Dortmund gegangen. Und du Profivertrag weißt, bei Bremen. Bei Bremen, sorry. Profivertrag bei Bremen, dann Winter zu Dortmund. Und du weißt, wenn du im Winter zu einer Mannschaft kommst, ist immer ein bisschen eklig. Mhm. Weil die Mannschaft hat schon ein halbes Jahr Saison hinter sich, ist schon eingespielt. Und ich bin zu Dortmund 2 gegangen, als sie, weiß nicht, dritter, vierter Platz in der dritten Liga waren. Und die waren halt ein super Team. Also die haben eigentlich in keinster Weise irgendwie Verstärkung gebraucht in dem Sinne. So, ich bin dann aber dahin gegangen und habe eigentlich auf Anhieb funktioniert. So, hab sofort gemerkt, okay, Bruder, das hört sich komisch an, aber okay, auch bei Dortmund 2 bin ich so, weißt du? Also hast du einfach performt, warst du einfach stark? Ja, ich habe einfach gemerkt, dann auch bei Dortmund 2 bin ich, dauert es nicht lange, bis ich der Beste bin. So ehrlich muss ich sein. Ja, wie gesagt, war dann relativ schnell Stammspieler, war dann auch im Laufe der Saison einmal im Bundesliga-Kader schon bei Dortmund. Noch nicht Debüt gemacht unter Marco Rose. Als Leihspieler von Werder Bremen, ne? Die mir gesagt haben, es reicht nicht für Bremen. Boah, so. Stopp mal. Stimmt, du hast deinen Profivertrag bekommen, aber die haben gesagt, du bist vielleicht noch nicht so weit. Für Bremen, genau. Für Bremen erste Mannschaft, gehst dann zu Dortmund, performst da. Ich glaube, du warst auch sogar Topscorer, oder? In der dritten Liga? Das war dann in der nächsten Saison, da war ich dann. Ach so, in der nächsten Saison. Habe ich dann BVB U23-Rekord gebrochen. Dann genau. Lass uns nochmal zurückgehen. Dortmund, dritte Liga, bei der ersten mittrainiert. Das war die Zeit mit Bellingham, mit Haaland, mit Sancho? Nee, Sancho war ein Jahr vorher schon weg. Okay. Das war die Zeit gewesen, ne? Mit denen hast du mit denen auch trainiert? Ja, ja, auch im Kader gespielt mit Bellingham und so. Wow. Ich will verstehen, für einen jungen Spieler, der sich nie einen Kopf gemacht hat, darum Profi zu werden, spielst du mit Weltstars zusammen. Wie ist die Gefühlslage, Bruder? Also wie ist das? Bruder, den Zeitpunkt, wo ich dann zu Dortmund in die U23 gewechselt bin. Oder warst du dann schon so im Kopf schon so ein bisschen weiter? Da war ich schon weiter dann, Bro. Da war ich schon in meinem Kopf, okay, ich bin Profi. Mhm. So, ich habe jetzt den Profivertrag und ich lasse mich, den wird mir auch niemand mehr wegnehmen. Mhm. So, jetzt werde ich auch hier bleiben, gibt's auch keine mehr mit. Ich gehe lieber mit Kollegen chillen als zum Training. Ich mache lieber das als das. Jeden Tag Training, selbst wenn ich Halsschmerzen hatte, Kopfschmerzen, ich war beim Training. Mhm. Selbst wenn ich, also ich war immer da. Immer, bei jedem einzelnen Training. Wie war so ein Bellingham, wie war ein Haaland? So von der Mentalität, von der Aura. Ist schon krass, so mit so einem Spielern zusammen zu spielen. Bruder, ich kann dir jetzt keine speziellen Storys erzählen, weil es dafür, also wir haben jeden Tag gefühlt ja, Training gehabt und so. Klar, man hat in jedem Training gemerkt, ich habe es persönlich bei Jude noch mehr gemerkt. So. Also bei ihm habe ich gemerkt, dass er ist einfach ein krasser Spieler und das hast du in jedem Training gesehen. So, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war er halt, glaube ich, noch 18. Mhm. So, ich war 20 und er war 18. So, ich war älter als er, aber du hast gesehen, er benimmt sich, hat sich da auch schon verhalten gespielt wie ein gefühlt jahrelanger Profi. So, war auch da schon ein gesetzter Stammspieler. Echt? Auch neben Platz? Sei ehrlich. Ich habe nicht viel neben dem Platz mit ihm gemacht, um zu wissen, was er neben dem Platz gemacht hat. Aber ich weiß, dass er immer im Kraftraum war, dass er im Training immer alles gegeben hat. Und das hast du gemerkt. Bei Erling hast du halt gemerkt, dass... Er ist aber Chef, war. Er war einfach Chef, Bruder. Wenn er wollte, dass wir das machen, haben wir das gemacht. Wenn nicht, dann ich, Bruder. So, dann ging die erste Saison bei Dortmund vorbei.
U23, ne? Ja. Dritte Liga. Halbes Jahr. Halbes Jahr, genau. Und dann neue Saison. Dann kam neue Saison. Und das war dann das letzte Jahr, oder? Das letzte Jahr Laie. Genau, dann habe ich da angefangen, U23, ganz normal, papapapak. Und habe dann am 5. Spieltag mein Bundesliga-Debüt gemacht bei Borussia Dortmund. Stopp, du hast 5 Spiele gespielt in der dritten Liga nochmal? Genau. Und hast dann direkt dein Debüt bekommen? Genau. Mit Erling, mit Bellingham? Nee, Erling ist dann schon zu City gegangen. Okay. Aber Bellingham und Reus und wie sie alle heißen. Boah, wie war's? Bruder, das war verrückt, Bruder. Gegen wen war das überhaupt? Gegen Leipzig. In Leipzig? In Leipzig. Wir haben 2-0 aber verloren, leider. Ich habe eine Frage. Ja. Yeah. Bruder, ich erinnere mich an meine Zeit zurück, wenn ich eingewechselt wurde. Bruder, egal wie du dich aufgewärmt hast, nach 5 Minuten, ich war tot. Bruder, du willst gar nicht wissen, wie tot ich war. Du willst es gar nicht Aber wissen. Warum ist das so? Ich kann es ja auch nicht erklären. Ich habe das Gefühl, wenn du, man muss sich ja richtig warm machen. Wenn du in der Außenlinie dich warm machst. Ich glaube, es ist einfach, weil du von 0 auf 100 musst. Ja, ne? Du musst von 0 und kommst in ein Spiel, was komplett schon auf 100 ist. Wenn du in der Startelf stehst, dann passt sich das Spiel langsam an. Ja, es kommt zu langsam und so, ne? Dieses Einwechseln ist immer anstrengend und das habe ich auch gemerkt. Boah. Okay, und wie warst du aber? Boah, ich war okay. Also ich sag dir so, ich war voll zufrieden mit mir. Ich hab halt einfach gespielt, was ich wahrscheinlich im Nachhinein anders hätte machen sollen, aber um noch mehr aufzufallen. So. Aber ich habe halt Ball bekommen, weitergespielt, Tiefe gelaufen, also Tiefenwege gemacht, Ball bekommen, Flanke. So habe ich halt gespielt. Mhm. Also ich war im Grunde genommen zufrieden mit meinem Debüt. Solide. Solides Debüt gemacht. 100%, aber... Einfach bei Dortmund, überlegt euch mal, der unterschreibt einen Vertrag bei Bremen, die ihm sagen, zu dem Zeitpunkt hat es nicht gereicht, zweite Liga war Bremen sogar noch, ne? Ja. Macht in Leipzig mit Dortmund sein Debüt. Nice. Ja, Bruder, das ist wirklich verrückt. Krank. Das ist wirklich verrückt. Zurück, hast du da die ganze Zeit bei den Profis trainiert, oder? Zu der Zeit habe ich dann... Oder so geswitcht und so? Nee, zu der Zeit habe ich dann bei den Profis trainiert. Ich hatte auch natürlich Glück, dass sich ein paar Spieler dann verletzt haben, so dass ich dann auch mein Debüt bekommen habe. Das gehört halt dazu, wenn du aus der U23 kommst. 100%. Glück gehört immer dazu. Ja, dann irgendwann wurden alle wieder fitter und dann kamen wieder auf einmal alle zurück und alle waren fit. Und bei Dortmund lief es gut. Dann, habe ich dann wieder eine Zeit lang nur noch bei der U23 gespielt, das ist ja klar. Mhm. Wie lief es dann bei der U23? Gut, Bruder. Dann habe ich da in der U23 halt in der Saison den U23-Torrekord gebrochen. Von Dortmund? Also in der dritten Liga, ja. Dortmund oder Liga? Also dritte Liga-Rekord oder Dortmund, BVB? BVB, U23. Pendelt ja immer zwischen Regionalliga und dritte Liga. Und in der Regionalliga gibt es auch einen Spieler, der schon, weiß nicht, 30 Tore hat. Aber ich bin der Spieler, der bei Dortmund in der U23, der ist der mit den meisten Drittligatoren. Wie viel hast du gemacht? 14 in einer Saison als Flügelspieler. Also nicht als Stürmer oder so, weißt du? Mhm. Für die, es nicht wissen, Justin ist Flügelspieler. Ja. Flitzer. Also als Flügelspieler 14 Tore. Damit habe ich in der Saison halt den BVB-Drittliga-Rekord geknackt. Ja, dann ging die Saison zu Ende und für mich war klar, okay. Jetzt muss was kommen, weil... Jetzt will ich nicht mehr diese Kleinigkeiten. Das war letztes Jahr, oder? Ja, jetzt 6-7 Monate her ist das. Krass, okay. Also ist nicht lange her. Dann stand im Raum Dortmund bleiben. Ja. Aber die haben dich ausgeliehen. Oder zurück zu Bremen. Wie war so der Stand dann von den beiden Vereinen? Der Stand war so, dass ich hatte halt in meinem Kopf die Überlegung, okay, wenn das jetzt mit Dortmund klappt, dann bin ich ja bei den Profis. Dann kann ich mich halt... Also die wollten auch dich behalten? Ja, dann bin ich halt bei den Borussia Dortmund Profis. Aber aber Dortmund wollte dich sozusagen dann kaufen? Ja, du musst halt für dich selber halt auch ausmachen. Da kam halt wieder der Alte und gesagt hat, okay, wie realistisch ist es, dass ich da sofort dann auch spiele? Mhm, aber so, weißt du? Auch mehr Geld dann, ne? Natürlich mehr Geld, aber du kennst, du weißt... Ja, man will auch spielen, natürlich. So, hat auf jeden Fall nicht geklappt. So. Und du durftest zurück zu Bremen? Und ich durfte zurück zu Bremen, durfte Bundesliga spielen bei Bremen. Und dann haben die auch gesagt, okay, jetzt... Jetzt kriege ich einen neuen Vertrag. Dann wurde du hast direkt einen neuen Vertrag bekommen? Ja, dann habe ich einen neuen Vertrag. Bruder, also jetzt vor ein paar Monaten. Ja, habe ich den Vertrag verlängert bei Bremen. Und dann war es in Ordnung, dann durfte du bei den Profis spielen. Dann war ich, seitdem bin ich kompletter Bundesliga-Profi, hatte Fahrt. Okay, krass. Und jetzt fühlst du dich hier wohl. Du performst ja auch. Gegen Leipzig habe ich live gesehen im Fernsehen. Ich dachte, seit wann hat der einen linken Fuß? Ach so, stopp. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Als dann dieses Gespräch war mit zurück oder nicht, ja. Hattest du auch andere Angebote? Länder? Bruder, jedes Land. England, Belgien, Holland. Ja? Eigentlich alle clean Länder. Echt? Außer Spanien vielleicht so. Aber ich dachte mir halt, okay, ich habe mit Werder Bremen einen Verein, der im Norden ist, nahe meiner Familie ist, der mich gerne zurückhaben will, der mir einen Vertrag verlängern will. Auch die Chance geben will, jetzt auch Profi zu spielen. Die Chance geben will, in der Bundesliga zu spielen. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen durch die Saison gebissen. So habe immer noch ein bisschen in der Bundesliga gebraucht, um mich zum Stammspieler zu etablieren. Aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg aktuell. Sehr gut. Wie gesagt, letztes Spiel Startelf dann jetzt und jetzt hoffentlich in 2 Tagen wieder. Mhm.
Und stark. Dann, kommt ja nächste Woche, aber dann das Spiel gegen Bochum. Ja, heißt es halt Woche für Woche jetzt Gas geben. Ein paar Tore hat man auch schon geschafft, ein paar Vorlagen auch. Und dass man am Ende der Saison sagen kann, okay, es war eine geile erste Bundesliga-Saison. Wenn man sich überlegt, dass man vor 3 Jahren noch irgendwo rumgegammelt ist, dann ist das schon echt... Hast du irgendwie Ziele noch, wo du hin willst? Ja, Vorstellungen oder willst du noch weiter? Hast du einen Lieblingsverein oder irgendwie so einen Traum, wo du mal spielen wollen würdest? Am Ende des Tages bin ich überglücklich gerade bei Bremen. So, ich habe Bock auf die Saison, will die einfach geil zu Ende bringen. Mhm. Ja, was dann in Jahren passiert, das weiß man nie. Aber mein Traum ist natürlich irgendwann in den größten Ligen, in den größten Wettbewerben, die es gibt im Fußball. Geil. WM, Champions League und diese Filme halt. Sehr, sehr cool. Ja, klar. Sehr, sehr cool. Was sind eigentlich deine Stärken oder worin siehst du deine Stärken? Du sagst ja, du bist Flügelspieler. Was macht dich aus als Spieler? Bruder, ich versuche halt das, was ich, also meine Stärken 100% immer auf den Platz zu bringen. Das ist immer das 1 gegen 1 zu suchen, auch mal das 1 gegen 2. Tempo, ich glaube, das ist meine größte Waffe, einfach immer mit Vollspeed. Mhm. Du hast zwei, drei Mal Speed erwähnt. Hast du einen Wert von der maximalen Speed? So für die Leute, weil ich weiß ja, dass du schnell bist, aber ich glaube, vielleicht manche wissen das nicht. Mein schnellster gemessener Wert, den ich also per Daten habe, ist aktuell bei 36,8. Also aber in dieser Bundesliga-Saison habe ich auch noch nicht 36,8 gelaufen. Mhm. Das bin ich nur im Training gelaufen in dieser Saison. Mhm. Denkst du so Sprintduell gegen Davis, maybe? Maybe in 2 Wochen, wir spielen gegen Bayern, mal wird sehen. Stark. Das war erstmal so, glaube ich, mal jetzt deine Geschichte. Safe. Grob. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, Bro. Ich darf für dich. Hast du irgendwas, was du den Leuten so mitgeben willst? Auch so gerade den jungen Leuten. Ich meine, deine Geschichte ist anders als andere. Du hast YouTube gemacht einfach. Bis 19 oder 18, 19 Jahren. Kein NLZ, ist ja nicht üblich. Und auf einmal, bupp, 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 in 2, 3 Jahren, auf einmal hast bei Dortmund Debüt gemacht und jetzt bist du Stammspieler bei Werder Bremen. Ist ja geisteskrank, ist ja eine kranke Geschichte. Ja, Bro, ich glaube, das ist für die jungen Leute ist einfach wichtig zu wissen, dass ganz wichtig, glaube ich, ist auch zu sagen, dass das nicht der Realist, also es ist kein normaler Weg, so, also es ist nicht normal, in Anführungszeichen, aber es ist halt möglich, wenn man ja den Spaß, die Freude am Sport einfach hat, am Fußball hat, dann ist alles möglich und vielleicht sollte man, so war meine Mentalität, dass man nicht zu verbissen an alles rangeht, sondern einfach den Spaß versucht beizubehalten und das hat mich dahin gebracht, wo ich dann jetzt heute bin aktuell. Es geht noch viel mehr, das weiß ich selber und ich bin noch lange nicht am Ende, aber ich glaube, weiß nicht, vielleicht mit 10 ins NLZ gegangen, hätte ich vielleicht zu viel Druck gehabt. Oder vielleicht hätte es dann nicht geklappt. Das ist das. Dann, was ich meine? Dann komm auf einmal, wenn du 9 bist, ins NLZ bist, Bruder, dann ist das so. Dann kommt auf einmal deine Cousine, dann kommt auf einmal dein Onkel und dein Vater und deine Mutter und die machen dann auf einmal Druck, weil die merken über die Jahre, okay, du wirst besser und besser. Safe. Aber wenn du nie diesen Fußballgedanken hast, dann kommt dieser Druck. Bei mir kommt jetzt der Druck. Ich bin jetzt in der Phase, wo ich jetzt Druck bekomme. Von da. Guck mal, die ganzen Jahre davor gar nicht nie. Das ist das, Bruder. Und erst wenn ich es geschafft habe, jetzt kommt der Druck. Und dieses Tamam für mich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Stark. Kannst auf jeden Fall erstmal stolz auf dich sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich so unter uns. Wenn es jetzt mit Fußball nicht geklappt hätte, wie wäre es mit YouTube weitergegangen? Hättest du weitergemacht? Oder wo hättest du dich gesehen? Also so berufstechnisch. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe mein Fachabitur gemacht, in Hamburg damals noch, bevor ich dann zu Kiel gewechselt bin. Genau. Aber was ich genau gemacht hätte, wie gesagt, ich habe mich in vielen Sachen beworben, im Bereich Sport, Sportmanagement. Mhm. Ich glaube, ich wäre so in die Richtung gegangen. Aber was ich geworden wäre, kann man nicht sagen, weil ich halt jetzt glücklicherweise Fußballer bin. Stark. Und YouTube? Gibt es irgendwann mal ein Comeback? Gibt's kein Comeback? Gibt es keine, Bro. Straßenumfragen? Gibt's keine Ruhe. Okay. Nee, dann vielen, vielen Dank, Bruder. Eine Sache habe ich noch, Leute. Und zwar, wir haben ein getragenes Bruder. Trikot von dem Bro hier neben mir. Ja, das verlosen wir an euch. Das wird er noch unterschreiben. Dazu kommt, wir haben einen EM-Ball, den ich verlose. Eine Pumpe, die mit dabei war. Und, Leute, wir haben 5-mal 20 € Gutscheine von Saturn. Da kriegt jeder immer 1. Plus 5 von euch kriegen das ganze Set von meinem Schmuck Atelier L'Amour, was ihr dafür tun müsst. Einfach nur unter dem YouTube-Video halt kommentieren. Vergesst euren Namen nicht, euren Instagram-Namen, damit ich euch irgendwie auch finden kann. Genau, es gibt ca. 15 Gewinner. Und, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei diesem Video. Es wird öfter jetzt kommen, Storytime mit Bilo. War sehr, sehr cool mit dir, Bro. Bruder, ich danke dir, dass es so spontan war. Wirklich, vielen, vielen Dank. Nicht dafür, Bruder. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen, vielen Dank.